Ja, es ist schön, dass wir hier wenigstens mit einer kleinen Gruppe zusammen sein können. Und eine Handvoll würden da auch noch reinpassen. Also wir sind heute, haben wir das Kontingent noch nicht ganz ausgefüllt, aber fast. Und wir wollen das dann auch versuchen, nächste Woche, wie gesagt, noch einen zweiten Gottesdienst zu machen, um es noch mehr zu ermöglichen, dass noch mehr Leute kommen können. Genaueres werden wir euch dann sagen. Wir sind im Buch der Sprüche, wie wir gerade gehört haben. Die Weisheit Gottes ruft und wirbt um uns, dass wir uns doch belehren lassen, dass wir nicht dickköpfig bleiben und meinen, wir wissen alles, weiß ich, kann ich, du brauchst mir nichts zu sagen, ich habe schon genug gelernt, ne? Mag mir das nicht anhören, was du mir zu sagen hast, weiß nicht, ob du das aus deinem eigenen Leben kennst. Wir kennen das teilweise auch gut von anderen, als Eltern, bei unseren Kindern. Ne? Und wir merken dann oft selber nicht, dass wir selber so sind. So unbelehrbare Kinder unseres Vaters im Himmel. Und darum ging es jetzt in der letzten Zeit und darum wird es auch heute gehen. Damit fängt auch das Kapitel 13 an. Aber bevor wir anfangen, beten wir nochmal zusammen. Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um uns zu erretten aus unserer Halsstarrigkeit und ja, auch aus unserer Torheit, aus unserer Dummheit, dass wir Menschen meinen, ohne unseren Schöpfer klarzukommen, dass wir Menschen meinen, dass wir es besser wissen als unser Schöpfer. Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weich machst durch deinen Geist, unsere Herzen bereit machst, dein Wort zu empfangen, deine Weisheit zu empfangen, deine Lehre. Du willst uns unterweisen als guter Vater, wie er seine Kinder unterweist und lehrt. Und ja, hilf du uns, dass wir bereite Herzen haben, von dir zu empfangen. Deine Weisheit, deine Wahrheit, deine Leitung. Ja, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir nicht Licht haben in dieser Dunkelheit? Wir wissen doch nicht, wo es lang geht. Aber danke, dass du voller Gnade und Barmherzigkeit uns an die Hand nimmst und uns durch dein Wort ein Licht gegeben hast auf unserem Weg, dass wir wissen, wo wir unsere Schritte hinsetzen sollen. So bitten wir dich, dass wir Weisheit von dir empfangen, wenn wir jetzt dein Wort lesen, wenn wir es hören, wenn wir darüber nachdenken, dass wir ja hören, was dein Geist uns lehrt, was dein Geist uns zu sagen hat. Segne dein Wort jetzt für uns. Amen. Amen. Sprüche Kapitel 13. Ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen, aber ein Spötter hört nicht auf Zurechtweisung. Genau das ist es. Genau darum geht es. Ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen. Daran können wir prüfen, ob wir weise sind. Lässt du dich vom Vater zurechtweisen? Lässt du dich von Gott? Lässt du dir von Gott was sagen? Lässt du dir von Gott was sagen auf die Art und Weise, wie er es dir sagen will? Entschuldigung. Gott lehrt uns, aber er macht es nicht immer mit einer großen Stimme aus dem Himmel. Er macht es nicht immer mit einem großen Auftritt. Gott liebt den kleinen Auftritt. Gott liebt nicht den großen Auftritt. Als Jesus in die Welt kam, da war das kein großer Auftritt. Es hat fast
gar keiner mitgekriegt. Gott liebt den kleinen Auftritt. Seine Stimme ist sanft. Seine Stimme ist leise. Er schreit nicht, sondern er wirbt mit seiner sanften, liebevollen Stimme und sagt, möchtest du mir nicht zuhören? Möchtest du nicht von mir lernen? Und wir denken, ja, ich lasse mich immer von Gott zurechtweisen. Von wann das letzte Mal, dass Gott zu mir gesprochen hat? Das ist schon lange her. Er spricht nicht so oft mit mir. Doch, er spricht oft. Er spricht viel. Auf vielerlei Arten und Weisen spricht er zu uns. Aber wir sind so taub geworden. Und das zeigt unsere unweise Herzenshaltung. Wir sind eben nicht weise, weil wir lassen uns nicht von seinen Augen leiten. Wir lassen uns nicht leiten von diesem stillen, sanften Händedruck seines Geistes. Wir lassen uns nicht leiten von dem Wort, was in der Bibel steht. Nein, wir lassen die Bibel zu und denken uns unser eigenes Teil. Ja, die lauten Stimmen, die hören wir und darauf achten wir. Die lauten YouTube-Videos, die uns zugeschickt werden und uns dann verkünden, was die Wahrheit ist. Das hören wir. Davon lassen wir uns beeinflussen, davon lassen wir unser Leben beeinflussen. Das ist unweise. Weise ist es, wenn ein Kind auf seinen Vater hört und nicht auf die ganzen Stimmen der Nachbarn drumherum. Lass uns weise werden und auf die Stimme unseres Gottes hören. Es gibt so einen schönen Vers in Römer 2, Vers 4. Da wird uns diese ermahnende, zurechtweisende Art und Weise, wie Gott uns liebt und wie er uns zurechtweist, wird uns vor Augen geführt. In Römer 2, Vers 4 steht, verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Dass Gott voller Güte und Gnade mit dir ist, soll, das musst du richtig verstehen. Du sollst es nicht ausnutzen und sollst sagen, naja gut, weil ich so einen gütigen Papa habe, da kann ich ja machen, was ich will. Nein, diese Güte und Gnade und Barmherzigkeit soll dich dazu führen, dass du dich leiten lässt von ihm, dass du von ihm lernst. Er liebt es so sehr, mit seinen Kindern im Frieden zusammenzusitzen und ihnen Weisheit zu lehren. Aber steht hier in Vers 5, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf, für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Das ist das Problem, die Störrigkeit, die Unbußfertigkeit meines Herzens. Nicht die Geduld und Langmut Gottes, nicht die Güte und Barmherzigkeit, das ist nicht das Problem. Mein Herz ist das Problem. Und wenn du begreifst heute, wenn du durch dieses Wort verstehst, ja, mir fehlt es an Weisheit. Ich bin kein weiser Sohn. Ich bin keine weise Tochter. Dann sagt uns Gottes Wort eine ganz einfache Sache. Wer merkt, wer spürt, wer begreift, dass es ihm an Weisheit mangelt, der bitte Gott darum und er macht dir keinen Vorwurf, sondern er gibt dir diese Weisheit durch seinen Geist. Das ist der Anfang. Der Anfang ist zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Der Anfang ist, Herr, ich habe begriffen, dass es mir an Weisheit mangelt, bitte gib mir Weisheit.
damit ich nicht dumm bleibe, damit ich nicht so starrisch und unbußfertig bleibe, sondern dass ich ein Herz habe, was sich zurechtweisen lässt. Ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen. Aber ein Spötter hört nicht auf Zurechtweisung. Der Gottlose, der sich verfestigt hat in seiner Störrigkeit, in seiner Unbußfertigkeit, der sich nichts sagen lässt, ist der, der immer Recht hat, der über den Dingen steht und deswegen herabschaut auf die anderen und sie verachtet. Und seine Verachtung zeigt er im Spott, in Hohn und Spott. Er verspottet andere. Er hat seinen Spaß daran, dass er mehr weiß als die anderen, dass er mehr kann als die anderen. Ein Spotter hört nicht auf zurechtweisen. Wir gehen weiter in Vers 2. Man kann von der Frucht seines Mundes Gutes essen. Man kann. Du kannst Gutes reden, wovon Menschen satt werden. Du kannst Gutes reden und dann empfängt dein Mitmensch auch Gutes. Und am Ende wirst du selbst dadurch gesättigt und gestärkt. Aber die Begierde der Treulosen ist Gewalttat. Die Seele, heißt es hier eigentlich wortwörtlich, die Seele der Treulosen ist Gewalttat. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Im Deutschen gibt es dieses Sprichwort, Schweigen ist, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Jakobus hat es so gesagt in Jakobusbrief 1, Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Solche Verse kann man sich gerne irgendwo als Merkverse hinhängen. Dort, wo du besonders schnell bist mit dem Mund, um dich daran zu erinnern. Hey, halt die Klappe. Du willst jetzt was sagen? Halt die Klappe. Mach den Mund zu. Warte erstmal. Denk erstmal nach. Lass dich nicht von deinen Emotionen bestimmen und hinreißen, sondern bete in deinem Herzen zu Gott, dass er dich beherrscht, dass sein Geist dich beherrscht, dass die Worte, die du jetzt sprichst, Worte sind, die gut sind, die auferbauend sind, die stärkend sind, die nicht zerstören, vernichten. Wisst ihr, unser Reden ist nicht dazu da, dass wir unsere Emotionen erleichtern. So benutzen wir unser Reden ganz oft. Wir benutzen unseren Mund dazu, um uns Luft zu machen. Und es gibt tatsächlich eine Art und Weise, wie wir durch unser Reden uns tatsächlich Luft verschaffen können. Das ist im Gebet. Gott sagt uns, alle eure Sorgen, alle eure Nöte, all das, was euch belastet, auch euren Zorn, bringt das alles zu Gott im Gebet. Ja, du darfst diese Dinge sagen, aber tu es im Gebet. Tu es zu Gott hin. Gott ist so gnädig, der mächtige Gott, der Herr der Herrlichkeit, der heilige Gott. Er erniedrigt sich, unser Mülleimer zu sein, wo wir unseren Ärger, wo wir unseren Frust, wo wir unsere Verletzungen, wo wir unsere Schuld
abladen können. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Aber du wirst keine Ruhe finden, wenn du vor dich hinschimpfst. Oder wenn du andere anschimpfst. Das löst das Problem nicht. Du wirst es nicht los. Es bleibt bei dir. Du findest keinen Frieden. Deine Seele findet keinen Frieden. Der Friede kommt, wenn du deine Sorge ablegst bei dem, der für dich sorgt. Deswegen, behüte deinen Mund, bewahre deinen Mund. Sei nicht vorschnell im Reden. Lerne es zu schweigen, abzuwarten, dich in deinem Reden leiten zu lassen, nicht von deinen Emotionen, sondern vom Heiligen Geist. Und verwechsel das eine mit dem anderen nicht. Lerne das zu unterscheiden, was deine Emotionen sind und was tatsächlich der Geist Gottes ist. Du kannst dafür beten, es gibt diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Du kannst von Gott diese Gabe bekommen, zu unterscheiden, was ist denn in mir der Impuls meines Fleisches, einfach nur meiner Empfindungen, meiner Gefühle und was ist ein Impuls des Heiligen Geistes in mir? Das kann man am Anfang nicht immer so unterscheiden. Das muss man lernen. Gott will es uns zeigen, Gott will es uns lehren. Bitte darum, dass Gott dich lehrt, dass diese Frucht wächst. Es gibt eine Frucht des Heiligen Geistes, die nennt sich Enthaltsamkeit, besser übersetzt eigentlich Selbstbeherrschung. Und deswegen besser übersetzt, weil es sich auf mehr Dinge, Enthaltsamkeit, das beziehen wir oft immer nur auf Sexualität, aber dieses Wort bedeutet eigentlich viel, viel mehr. Es bedeutet das, was man eigentlich braucht, um Gott gehorsam zu sein. Denn wir haben diese Impulse in uns. Aus unserem Fleisch heraus möchten wir so vieles. Aus unseren Begierden heraus möchten wir so vieles, was nicht gut für uns ist. Deswegen sagt Gott, tu es nicht. Du sollst nicht stehlen. Warum muss Gott uns das sagen? Weil es in uns einen Trieb danach gibt, uns etwas zu nehmen, was uns nicht gehört. Er sagt, brech nicht die Ehe. Warum sagt er das? Weil es in uns eine Kraft gibt, die uns dazu treibt, die Ehe zu brechen. Er sagt, du sollst nicht morden. Ja, selbst das, diese Triebe gibt es im Menschen, die uns so zornig machen oder uns so böse verleiten, dass wir sogar mit dem Gedanken spielen, jemanden das Leben wegzunehmen. Bis dahin, dass wir es sogar tun. All das ist in uns, in unserem Fleisch, diese ganzen Begierden. Es ist auch von Anfang an diese Begierde da, zu lügen. Warum lügen wir? Weil wir die Wahrheit nicht aushalten. Weil die Wahrheit uns Angst macht. Deswegen legen wir die ganze Sache ein bisschen anders, stellen wir die ganze Sache ein bisschen anders dar. Und das kommt alles aus unserem Fleisch heraus und will sich Bahn brechen in unserem Reden. Wir sprechen die Dinge aus, die uns antreiben, bewegen. Aber Gott will uns helfen, dass diese Dinge uns nicht beherrschen. Im Gegenteil, dass wir sie beherrschen. So wie Gott es am Anfang zu Kain gesagt hat, die Sünde lauert vor deiner Tür. Du sollst aber über sie herrschen. Aber Paulus sagt, das ist eine Macht, eine Kraft. Ich kann sie nicht beherrschen. Sie hat mich fest im Griff. Ich will alles dafür tun, dass ich diese Sünde im Griff habe. Aber ich schaff's nicht. Und dann sagt er, was soll ich bloß machen, ich elender Mensch? Ich will doch so gerne Gott gefallen. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht anders. Ich werde beherrscht. Ich krieg's nicht im Griff. Und dann sagt er, Dank sei Gott,
durch unseren Herrn Jesus Christus. Und durch die Kraft seines Geistes kann ich ein siegreiches Leben führen. Ich kann mich selbst beherrschen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht aus mir selbst heraus, aber durch die Kraft, die Gott mir durch seinen Geist gibt. Christus in mir, der ist ein guter König. Der regiert gut und der hat Macht und Kraft, dass all dieses, was immer wieder hochkommt in mir, dass das stirbt, dass das tot ist, dass es keine Macht mehr hat in meinem Leben. Und das hilft mir. Der Geist hilft mir, die Klappe zu halten. Geschwister, wenn wir diese Sprüche einfach nur so nehmen und sagen, ja, das ist gut, mal den Mund zu halten, dann wirst du die Woche über merken, ja, ich habe mir viel Mühe gegeben, aber irgendwie geklappt hat es nicht. Bei nächster Gelegenheit ist es alles wieder rausgekommen. Ganze Müll. Nein, es muss der Heilige Geist in mir tun. Ich brauche eine Veränderung des Herzens. Es ist nicht alleine der Mund, sondern es muss eine Kraft in mir sein, die mich befähigt dazu, den Mund zu halten. Und das ist der Heilige Geist. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Wie wahr? Gierig ist die Seele des Faulen, doch ist nichts da. Aber die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Faulheit und Fleiß, das hatten wir letzte Woche auch schon. Kommt immer wieder vor in den Sprüchen. Und genau das ist es auch. Um fleißig zu sein, brauche ich Selbstbeherrschung. Was dem Faulen mangelt, ist Selbstbeherrschung. Er lässt sich gehen. Gierig ist die Seele des Faulen. Ja, das ist die Begierde. Der Faule hat eine Seele, die voller Begierde ist. Die gerne die gebratenen Tauben in den Mund geflogen haben möchte. Das Schlaraffenland ist das Himmelreich der Faulen. Amen. Gierig ist die Seele des Faulen, doch ist nichts da. Dieser Mangel, und das zeichnet den Faulen aus. Da ist ein großer Mangel und eine große Sehnsucht, eine große Begierde da. Man streckt sich aus, aber es ist am Ende nichts da. Es bleibt nichts. Es wird alles weniger. Für den, der sich von Begierde leiten lässt, der seine Begierde versucht zu stillen, seine fleischliche Begierde, der frisst und wird nicht satt. In welchen Zusammenhängen auch immer. Aber die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Und hier sieht man, worum es geht. Es geht um die Seele. Ist deine Seele satt? Wodurch wird deine Seele satt? Durch den Herrn. Er füttert dich. Er ist ein guter Hirte. Er führt dich auf die grüne Aue, damit du gesättigt wirst. Und die grüne Aue ist vor allen Dingen das, was Gott dir gibt an Ermutigung, an Zusage, an Liebe, an Güte, an Gnade, an Barmherzigkeit. Und das macht dich stark, dass du fleißig sein kannst und etwas bewirken kannst in dieser Welt. Der Gerechte hasst Lügenrede, aber der Gottlose handelt schändlich und schmählich. Ja, uns wird gesagt, Gott hasst die Sünde. Und auch wir als Kinder Gottes. Der Heilige Geist in uns, der Erneuerte, unser erneuerter Geist, hasst die Sünde. Er liebt es nicht, dieses betrügerische Wesen, was in dieser Welt so viel Raum einnimmt. Lug und Betrug überall. Wir müssen aber aufpassen. Gott hasst die Sünde, aber er liebt
den Sünder. Und das nehmen wir doch für uns selber so gerne in Anspruch. Wir sagen, ja, danke Herr, dass du mich liebst, obwohl ich ein Sünder bin, obwohl ich so viel falsch gemacht habe, obwohl ich so viel Fehler habe. Danke Herr, dass du mich liebst, dass du mir vergibst. Danke für all deine Gnade. Aber wenn es um unseren Nächsten geht, da schütten wir das Kind mit dem Bade aus, so sagt man, das ist so ein Sprichwort. Ja? Also, wenn man das Badewasser ausschüttet, dann schüttet man das Kind gleich mit aus, was noch drin ist in der Badewanne. Wir hassen die Sünde und den Sünder. Wir können das nicht ausstehen, diesen Typen, der ständig uns was vorlügt. Wir kriegen das nicht geregelt irgendwie. Ja, wir erheben uns dann gerne. Ja, ich bin ja anders. Ich liebe die Wahrheit. Und die anderen alle, die sind alle Lügner und Betrüger. Nein, der Gerechte hasst Lügenrede bei sich selbst. Er hasst die Sünde nicht nur bei den anderen, sondern bei sich selbst. Er sieht, er erkennt, dass es hier um ein Wesen geht, um ein gottloses Wesen, was in dieser Welt ist. Der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Gott. Es geht nicht gegen Menschen, sondern es geht gegen die Macht der Finsternis, die dahinter steht. Ja, lasst uns das Böse hassen. Lasst uns die Sünde hassen. Zuallererst in unserem eigenen Leben. Und wenn wir das wirklich tun, wenn wir wirklich merken, wie das Böse, die Sünde, unser eigenes Leben zerstört, da ist die richtige Ausgangssituation, dass wir zu Gott schreien, Herr, reinige mich davon, verändere mich, gib mir ein bußfertiges Herz, dass ich neu mich ausrichte an deinen Weisungen, an deiner Lehre. Da ist ein guter Ausgangspunkt, dass mein Leben sich zum Besseren verändert. Dass Lügen weniger Raum in meinem Leben haben. Vers 6, die Gerechtigkeit behütet die Vollkommenheit des Wandels. Aber die Gottlosen bringt die Sünde zu Fall. Oder im hebräischen Originaltext steht da, die Gottlosigkeit bringt die Sünde zu Fall. Hier wird uns vor Augen geführt, dass der Wandel, wie ich lebe, mein Lebenswandel, dass ich einen Lebenswandel führe, der Gott wohlgefällig ist, der eben nicht, dieses Wort Vollkommenheit kann man auch mit Ganzheit übersetzen. Als junger Mann habe ich mich manchmal damit abgemüht, mit diesem Empfinden, dass ich, wenn ich in der Gesellschaft bin, so bin. Und in der Gesellschaft bin ich so. Wer bin ich denn eigentlich? Spiele ich nur eine Rolle hier und dort? Mal bin ich so, mal bin ich so. Wer bin ich denn eigentlich? Und dann durfte ich lernen, durfte ich erkennen, dass Gott mich dazu frei macht, ein ganzer Mensch zu sein. Nicht mal so, sondern Gott sagt, ich liebe dich, dich ja, ganz persönlich. So, wie du bist. Und ich möchte dich befähigen, ein ganzer Mensch zu sein, einer zu sein, ein ungeteiltes Herz zu haben, das mich liebt von ganzem Herzen, egal wo, egal in welchem Zusammenhang, mit welchen Menschen du auch immer zusammen bist. Gott will uns frei machen dafür. Warum spielen wir denn diese Rollen? Weil wir immer wohlgefällig sein wollen, den Menschen, mit denen wir gerade zu tun haben. Und in der Gemeinde sind wir dann ganz fromm und abends in der Kneipe sind wir dann ganz rau und in der Disco sind wir schön flippig, ne? Und
Ja, wir spielen unsere Rolle, wo dass die Leute uns toll finden und sagen, ja, du bist ein cooler Typ, ne? Und je nachdem, was gerade angesagt ist, darauf stellen wir uns ein. Wir sind ganz anpassungsfähig. Aber Gott will nicht, dass wir uns anpassen, dass wir dieser Welt uns anpassen, sondern dass wir verwandelt werden in das Ebenbild Christi. Was wird uns über Jesus gesagt in Hebräer 13? Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Er ist der Gleiche. Und er hat keine Angst, der Gleiche zu sein, unter den Pharisäern wie unter den Sündern. Und so will er uns auch lehren, dass wir keine Menschenfurcht haben, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass Menschen uns zujubeln, sondern dass wir allein davon abhängig sind, was Gott zu uns sagt, dass wir Gott wohlgefällig sind. Diese gesunde Unabhängigkeit von den Menschen, authentisch zu sein, würdest du heutzutage sagen, ne? Authentisch, Authentizität. Ja. Aber wisst ihr, sind alles so moderne Floskeln oder was weiß ich. Aber es geht tatsächlich darum, dass wir befreit werden dazu, zu dem, was Gott eigentlich wollte. Er hat uns geschaffen als sein Ebenbild. Wir können ein ganz großes, ja, die Welt sagt Selbstvertrauen. Ne? Selbstbewusstsein ist das bessere Wort. Ein Bewusstsein davon haben, wer wir sind. Wir sind nämlich geliebte Kinder Gottes. Und das ändert sich nicht. Egal, was die Leute um uns herum sagen. Egal, ob sie unsere Nase zu groß oder zu klein finden, ob sie unsere Ohren zu weit abstehend finden oder zu klein und zu eng anliegend, ob wir zu groß oder zu klein sind, zu dick oder zu dünn, zu stark oder zu schlapp, das ist völlig egal für Gott. Gott schaut in dein Herz. Gott ist dein Herz wichtig. Ist dein Herz ungeteilt beim Herrn? Dann ist eine große Chance, dass du einen Lebenswandel führst, der ganz ist. So wie es von Henoch und von Noah steht. Henoch wandelte mit Gott. Noah wandelte mit Gott. Und Noah wurde gerecht erfunden vor seiner ganzen Generation. Gott schaute in sein Leben und sagte, super. Also diese ganze Welt, die macht mich fertig. Ne? Ich will sie, diese ganzen Bösen, diese ganze Sünde, ich will, dass sie weg ist. Deswegen hat er diese Sintflut gesandt. Aber er hat Noah gesehen und hat gesagt, nee, den will ich nicht wegraffen mit dieser ganzen Sünde, sondern ihn will ich retten. Die Gerechtigkeit behütet die Vollkommenheit des Wandels. Wenn du vor Gott gerecht bist, wenn du gerecht erfunden wirst vor Gott. Und gerecht wirst du erfunden, das lehrt uns das Neue Testament, wenn du dein ganzes Leben, deine Existenz baust auf das, was Gott für dich getan hat, seine Liebestat in Jesus Christus. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann bist du ein Gerechter, dann empfängst du die Gerechtigkeit Gottes. Und das befähigt dich, einen vollkommenen Wandel, einen vollkommenen Lebenswandel zu führen, einen ganzen, eine geheilte Identität zu gewinnen. Endlich zu wissen, wer du bist und nicht ständig hin und her getrieben zu sein. Da ist einer, der sich reich stellt und hat gar nichts. Und einer, der sich arm stellt und hat doch viel Besitz. Komischer Spruch irgendwie. Stellt irgendwie hier so die Realität fest. Das Versteckspiel. Das Maskenspiel. Wir setzen die Maske auf. Ne? Es gibt die Leute, die arm sind
Und die tun so, als ob sie reich wären. Es gibt es wirklich bis ins Extrem hinein. Ne? Man kennt das irgendwie so aus Filmen oder so, aber manchmal, manche kennen vielleicht auch wirklich Menschen, die so sind. Ne? Die gehen morgens aus dem Haus. Ne? Der Ehemann verabschiedet sich von seiner Familie. Ja, ich gehe jetzt zur Arbeit. Aber er hat schon seit Monaten, vor Monaten seinen Job verloren. Und er tut so, als ob. So viele Menschen, die nicht damit klarkommen, dass in ihr Leben plötzlich Armut hineinkommt, Krankheit, Not. Und ihre Reaktion aus ihrem Fleisch heraus ist, den Schein bewahren, damit die Leute, na, mir weiterhin ihr Wohlwollen zeigen, dass ich mit dazugehöre zur Gesellschaft, als Armer, als Kranker, als Arbeitsloser, als na, was einen auch alles treffen kann. Da bin ich ein Ausgestoßener. Da wollen die Leute mich nicht mehr. Ich muss den Schein bewahren. Ich muss so tun, als ob. Wie gut ist es, dass wir befreit sind als Kinder Gottes davon, von diesem elenden Versteckspiel. Es ist so elend. Na, wenn du es richtig darstellst in so einer Komödie, dann ist es lachhaft. Man lacht sich kaputt darüber. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch vollkommen tragisch, wenn ein Mensch nicht die Freiheit hat, zu seinem Elend zu stehen, sein Elend anzunehmen und das zu tun, was wir tun sollen und müssen in unserem Elend. Ja, Elend kommt in unser Leben. Und Gott lässt das zu, wisst ihr warum? Damit unsere Herzen zerbrochen sind und wir uns ausstrecken nach Gott. Dass wir endlich unsere falschen Sicherheiten in dieser Welt loslassen und uns ganz an Gott hängen. Die einzige Sicherheit in unserem Leben. Aber der Mensch ist so dickköpfig und so starrsinnig, dass er alles Mögliche tut. Selbst diese unglaubliche Lüge, mit der er sich vielleicht sogar selbst, vielleicht glaubt er das sogar selber. So krass sind Menschen drauf in ihrer Unbußfertigkeit, dass sie sich selbst was vorlügen können. Du kannst dir so lange in eine Lüge reinsteigern, bis du es am Ende selber glaubst. Das ist alles in Ordnung, alles gut. Ja. Die Angst davor, sich dem Elend zu stellen, ja, treibt Menschen dazu. Na, die kriegen Rechnungen, und was machen sie mit den Rechnungen? Immer abgelegt. Der Stapel ist schon so hoch. Ne? Weg. Die Angst. Ich komme damit nicht klar. Was soll ich denn machen? Ich habe doch nichts. Ich pack's einfach weg, dann ist es weg. Nein, es ist aber nicht weg. Es wird ja alles nur noch schlimmer. Der Selbstbetrug hilft uns nichts. Wenn wir aber aufmachen und bekennen, ja, ich bin schwach, ich habe versagt, ich bin arm, ich habe nichts, ich komme nicht klar, ich komme nicht weiter. Das ist der Anfang, wo dir dann geholfen werden kann, wo Gott dir helfen kann, wo dann auch Gott dir helfen kann durch andere Menschen vielleicht. Das ist einer, der stellt sich reich und hat gar nichts, und einer, der sich arm stellt und hat doch viel Besitz. Das war witzig. Ja, das haben wir im Kaffeepott manchmal erlebt, hier in unserer Obdachlosenarbeit, die wir früher hatten. Ne? Da war so einer, ne? Der kam dann ab und zu, ne? Es war schon längst Euro-Zeit, ne? Der kam dann ab und zu und mit einem 1.000-Mark-Schein. Der hatte unter seiner Matratze so und so viel 1.000 D-Mark, ne? Der war ein reicher Mann, aber der kam zur Obdachlosenarbeit, hat dort gegessen mit denen, die nichts haben. Ja? Sah aus wie der Letzte. Ja. Es gibt die, die sich arm stellen und doch viel Besitz haben. Und manchmal ist es eben doch so, dass sie gar nicht anders können, weil sie selbst gefangen sind. Und die Armut besteht eben nicht in dem Geld, was man hat, sondern die Armut besteht in der Armut der Seele.
Vers 8. Lösegeld für das Leben eines Mannes ist sein Reichtum, aber der Arme hört keine Drohung. Das ist ein lustiger Spruch. Streck dich nicht danach aus, reich zu werden, sagt das Wort Gottes. Streck dich nicht danach aus. Der Spruch hier sagt, wenn du reich bist, dann bist du auch schnell das Opfer einer Entführung. Und dann musst du Lösegeld haben. Wenn du aber nichts hast, dann hat auch keiner Interesse daran, dich zu entführen, weil bei dir nichts zu holen ist. Also, es hat auch so seine Vorteile, dass man nicht das dicke Bankkonto hat. Man hat weniger Sorgen. Lass uns mal in 1. Timotheus nachschlagen, Kapitel 6. Erster Timotheus 6. Und wir starten mal in Vers 6. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Gott zu ehren, Gott zu fürchten, Gott ist der Wichtigste in meinem Leben. Und gleichzeitig auch Genügsamkeit. Und dazu gehört ja wieder diese Selbstbeherrschung, oder? Sich genügen zu lassen. Das ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Das ist eine wichtige Lehre, die wir uns in unserem Leben beherzigen sollten. Wir haben nichts hineingebracht, wir werden auch nichts hinausbringen. Das ist jetzt 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 7 jetzt. Wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Ganz klare Ansage. Wenn du es drauf auslegst, reich zu werden, dann hast du den falschen Weg gewählt. Du wirst ein Leben führen, was dich in viele Versuchungen und viele Fallstricke hineinbringt. Und das sehen wir bei diesen ganzen Leuten, die dann Lotto spielen. Warum spielen sie Lotto? Die allermeisten? Weil sie reich werden wollen. Einmal einen großen Gewinn haben. Ne? Und wie oft ist es? Wie oft passiert es? Wie oft lesen wir das in der Zeitung, dass ein Mensch, der dann den Millionengewinn macht, nicht damit klarkommt? Sein Leben stürzt ab. Er kündigt seine Arbeit, er verprasst sein ganzes Geld und nach einem Jahr sitzt er auf der Straße, ist obdachlos und kriegt sein Leben nicht mehr geregelt. Völlig aus der Bahn geworfen. Genau das ist das, worum es hier geht. Strebe nicht danach, reich zu werden, das bringt nichts. Es ist gut, zu arbeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber lass dir damit genügen, dass du was zum Anziehen hast, dass du was zum Essen hast. Und in Deutschland ist auch eine Wohnung ganz gut, ne? Dass man irgendwie bei dem Wetter, na, wobei mittlerweile ist es ja weniger regnerisch in Deutschland, weniger kalt. Aber Wohnung ist schon ganz gut, ne? So, aber es muss doch nicht ein Eigenheim sein. Es muss keine Villa sein. Hauptsache, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe was zu essen, ich habe was zum Anziehen. Das reicht. Mehr brauche ich nicht. Ja, ein Urlaub kann natürlich mal ganz schön sein. Aber wenn kein Geld da ist, dann kann es auch Balkonien sein. Geht auch. Also, Gott warnt uns davor, streck dich nicht aus. Das ist das Streben dieser Welt und das ist so stark in unserer konsumorientierten Zeit, wo es darum geht, konsumieren, konsumieren, konsumieren. Geld muss in Umlauf, Geld muss in Umlauf. Ja?
Seh zu, dass du ordentlich viel Geld kriegst und dann möglichst viel Geld ausgibst und dann haben alle was davon. Ne? Aber Gott sagt, nein, das ist nicht richtig. Streck dich danach nicht aus, reich zu werden. Okay, weiter geht's in den Sprüchen. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gottlosen erlischt. Gott hat uns ein Licht gegeben. Und dieses Licht ist ein Licht der Freude. Wir haben Freude im Herrn. Wir haben immer einen Grund zur Freude, weil Jesus uns gerettet hat, weil Jesus uns liebt, weil seine Liebe nie endet. Wir haben immer Freude, weil wir wissen, selbst wenn der Tod in unser Leben kommt, wir werden leben. Weil Jesus den Tod überwunden hat und lebt in Ewigkeit, werden wir leben. Er hat uns gesagt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Wir haben immer Grund zur Freude. Freut euch im Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Wir haben ein Licht, was ewig brennt. Seine Liebe, sein Geist in uns. Wir sind geliebte Kinder Gottes in Ewigkeit. Was kann es Besseres geben? Die Leuchte der Gottlosen verlischt. Die Freuden der Gottlosen, sie verlöschen, sie vergehen. Aber das, was wirklich bleibt, das haben wir empfangen. Durch Übermut gibt es nur Zank. Hier steht auch durch Stolz, durch Anmaßung kann man übersetzen. Jemand, der selbstgerecht ist, jemand, der alles besser weiß. Was ist die Folge, die Frucht seines Wesens, seines Charakters im Miteinander? Zank, Streit. Es gibt immer Streit mit selbstgerechten, besserwisserischen, rechthaberischen Menschen, gibt es immer Streit. Wenn du ein friedliches Leben führen willst, dann leg den Stolz ab. Frieden mit Gott kannst du nur haben, wenn du deinen Stolz ablegst. Und Frieden mit deinen Mitmenschen kannst du nur haben, wenn du deinen Stolz ablegst. Bei denen aber, die sich raten lassen, gibt es Weisheit. Schnell erworbener Besitz wird schnell weniger. Haben wir gerade drüber gesprochen, über den Lottogewinn. Der ist auch schnell wieder weg. Wer aber händeweise sammelt, vermehrt ihn. Und das bedeutet, dieses händeweise heißt Stück für Stück. Ne? Suche nicht den schnellen Gewinn. So viele Leute, die auf diese Versprechungen eingegangen sind bei ihrem Bankberater. Ne? Wenn du jetzt in diesen Hedgefonds einsteigst, ne, dann wirst du ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Und so viele sind um ihren Besitz betrogen worden mit diesen Maschen. Ne, lass dich nicht darauf ein. Lass dich von der Weisheit Gottes leiten. Wenn du das hier lernst und beherzigst, dann wirst du nicht auf diese Sachen reinfallen. Du wirst nicht auf all die Betrüger reinfallen, die ständig umherrennen und versuchen, Menschen zu ködern mit schnellem Gewinn. Die Gerechten werden darauf nicht reinfallen, weil sie gelehrt sind vom Wort Gottes. Da fallen nur dumme Leute drauf rein, die von Gottes Weisheit nichts kennen, die geleitet sind von ihrer Begierde. Viel Geld? Schnell, sofort, ja, will ich haben. Wir wissen, das ist völliger Dünnsinn. Wir gehen darauf nicht ein. Wir lassen uns von Gott raten. Er sagt, lass es lieber. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Ja, wenn du lange warten musst, du hast eine Hoffnung und das erfüllt sich nicht. Ja, das macht dich müde. Na, ich weiß es nicht, wie es dir geht, wie es euch geht jetzt in dieser Zeit. Na, am Anfang war ich noch motiviert. Ja, man muss jetzt hier aus der Situation das Beste machen. Ne? Wir packen es an. Und ja, mit der Zeit wird man müde. Man denkt, wann ist das endlich vorbei? Wann können wir endlich wieder zur Normalität übergehen? So, ne? Und dann merkst du, nee, das dauert noch. Noch ein paar Wochen.
Ja, und auch unser Erwarten und unsere Sehnsucht auf unseren Herrn, oder? Er hat gesagt, ich komme wieder und hole euch zu mir. Ich bereite eine Wohnung für euch. Herr, komme doch, komme bald. Es ermüdet uns und das geht bis in den Körper rein. Aber ein eingetroffener Wunsch, wenn endlich sich das erfüllt, was uns zugesagt ist. Ach, das ist ein Baum des Lebens, da kannst du von essen und dann wirst du gestärkt und gesund und heil. Für die Zukunft ist uns das vorausgesagt. Offenbarung 21 ist es, da ist der Baum des Lebens gepflanzt an diesem Fluss, der vom Thron Gottes ausgeht. Und da wächst ja die Blätter, du kannst davon essen und das ist Heilung, das bringt Heilung. Das bringt Segen bis in deinen Körper rein. Also, lasst uns beten mit den Heiligen, mit Jesus, wie er es uns gelehrt hat. Dein Reich komme. Lasst uns festhalten an der Hoffnung und uns ausstrecken danach, dass Gottes Verheißung sich endlich erfüllt. Und dafür beten. Wer das Wort verachtet, bei dem wird gepfändet. Wer aber das Gebot fürchtet, dem wird vergolten. Lass uns das Wort Gottes in Ehren halten. Das wird sich auswirken auf unser Leben. Die Weisung des Weisen ist eine Quelle des Lebens, um zu entgehen den Fallen des Todes. Es ist eine Quelle, diese Weisheit Gottes, die herausquillt aus den unerschöpflichen Quellen seiner Weisheit. Das ist das Leben. Du kannst daraus trinken und trinken und trinken und es hört nicht auf. Lass uns diese Quelle immer wieder suchen. So entgehen wir den Fallen des Todes. Eine große Verheißung. All den Fallstricken des Teufels, des Widersachers entgehen wir, wenn wir geleitet sind von der Weisheit Gottes. Das ist eine wunderbare Quelle, eine Quelle des Lebens. Gute Einsicht verschafft Gunst, aber der Weg der Treulosen ist ihr Unglück. Wenn du einsichtig handelst, dann empfängst du Gunst bei Gott zuallererst, aber auch bei den Menschen. Aber wenn du treulos handelst, dann kommst du von einem Unglück ins nächste. Jeder Kluge handelt mit Bedacht, ein Tor aber breitet Narrheit aus. Das hatten wir schon. Bedächtig, langsam. Ja, es gibt Leute, die unsere Kanzlerin kritisieren, weil sie immer so bedächtig ist. Aber eigentlich hält sie sich an das Wort hier. Und es ist klug. Und wir sehen es, viele Politiker respektieren, wenn sie sie nicht mögen, dann respektieren sie sie wenigstens, weil sie so klug agiert. Man kann, wie gesagt, davon halten, was man will, wie sie ihr politisches Handeln, was ihr politisches Handeln betrifft. Gott wird es richten zu seiner Zeit. Aber dass sie bedächtig handelt, dass sie überlegt, bevor sie handelt, dass sie erstmal abwägt. Das sind durchaus gute Eigenschaften, die Gott uns hier vor Augen führt. Jeder Kluge handelt mit Bedacht, ein Tor aber breitet Narrheit aus. Ein gottloser Bote stürzt ins Unglück, aber ein treuer Gesandter ist Heilung. Ein gottloser Bote stürzt ins Unglück, ein treuer Gesandter. Wie gut, dass Gott die Gesandten, die er gesandt hat, um die frohe Botschaft in diese Welt hinauszubringen, dass sie treu waren, die Apostel unseres Herrn Jesus Christus. Er hat sie mit der frohen Botschaft ausgerüstet. Er hat gesagt, hier bringt diese Botschaft in die ganze Welt hinaus. Waren sie treu? Ja. Sie haben ihr Leben eingesetzt. Sie waren nicht perfekt. Sie haben auch Fehler gemacht. Aber
Sie sind treu mit dem Herrn gewandelt und haben ihren Auftrag treu ausgeführt. Und deswegen können wir alle hier sitzen, sitzen wir alle hier. Weil die Boten treu waren. Und darum ist es so wichtig, dass wir selber danach streben, danach suchen. Herr, lass mich ein treuer Bote deiner frohen Botschaft werden, deines Evangeliums. Paulus sagt zu der Gemeinde, wandelt nun würdig des Evangeliums. Wir sollen Botschafter sein, dadurch, dass wir Zeugen sind. Wir sollen die Botschaft weitergeben. Ja, dadurch sind wir treue Botschafter, aber wir sind auch treue Botschafter, dass wir die Botschaft in unserem eigenen Leben ernst nehmen und sie repräsentieren. Das ist ein treuer Botschafter, der die Botschaft nicht nur weitergibt, sondern sie selbst beherzigt und ernst nimmt. Ein treuer Gesandter ist Heilung. Das ist Heilung für die Menschen, wenn sie diese frohe Botschaft, Gott hat uns eine wunderbare Botschaft gegeben. Jesus Christus ist gekommen, um das Heil zu bringen, um uns Heilung zu bringen. Lass uns diese Botschaft weitergeben. Armut und Schande dem, der Züchtigung unbeachtet lässt, der aber zur Rechtweisung beachtet wird, geehrt. Darüber haben wir schon gesprochen. Ein erfüllter Wunsch tut der Seele gut. Aber ein Gräuel ist es, den Toren vom Bösen zu weichen. Ja, es ist gut, wenn sich ein Wunsch erfüllt. Aber wir haben auch so unsere gottlosen Wünsche. Und besser, dass sich ein Wunsch nicht erfüllt und wir dadurch bewahrt werden vor gottlosen Wegen, als dass wir unsere Wünsche sich erfüllen und wir in die Gottlosigkeit hineinrennen, ins Böse hinein. Lass uns unsere Freude daran haben, vom Bösen zu weichen. Mehr als dass wir alle unsere Wünsche erfüllt sehen wollen. Wer mit Weisen umgeht, wird weise, aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Guter Umgang ist eine gute Sache. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Gibt es ein deutsches Sprichwort zu. Unheil verfolgt die Sünder, aber Glück belohnt den Gerechten. Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Du kannst Gutes weitergeben an deine Kinder, an deine Enkelkinder, wenn du ein Gesegneter des Herrn bist. Hier geht es natürlich auch um den materiellen Besitz, aber es geht auch um den geistlichen Besitz. Einen Schatz geben wir unseren Kindern weiter, wenn wir die Reichtümer Gottes an ihnen weitergeben. Einen bleibenden Besitz. Aber das, was ein Gottloser anhäuft, es geht verloren. Es bleibt nicht bestehen. Da liegt kein Segen drauf. Reichlich Nahrung bringt der Neubruch der Armen, aber mancher wird weggerafft durch Unrecht. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn liebt, lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Darauf müssen wir nächste Woche eingehen. Der Gerechte hat zu essen bis zur Sättigung seiner Seele, aber der Leib der Gottlosen bleibt leer. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns satt machst. Danke, dass wir in dir volle Genüge finden. Herr, hilf du uns, dass wir unsere Seele immer wieder zurechtbringen, zurechtrücken, unserer Seele sagen, wo die Quelle des Lebens zu finden ist. In deinem Wort, in deiner Weisheit, in deiner Liebe und Güte und Gnade. Herr, wir wollen bei dir trinken und essen und satt werden. Herr, wir brauchen die Kraft deines Geistes, dass wir weise werden und uns lehren und leiten lassen von deinem klugen, weisen Wort. Herr, wir brauchen deine Weisheit, weil in uns unser Fleisch uns immer wieder in die falsche Richtung schickt, Herr. Wir brauchen die Kraft deines Geistes, um ja, zu herrschen in unserem Leben über unsere ja, Begierden.
Wir danken dir dafür, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass du uns lehrst und leitest dazu, dass wir ein selbstbeherrschtes Leben führen können. Ein Leben, das ein Zeugnis ist für die Menschen um uns herum. Dass ja, die Botschaft, die du uns gegeben hast und die wir weitergeben, dass sie wirklich auch Substanz hat. Dass die Menschen unser Leben anschauen und sehen, ja, das ist wahr. Jesus bringt wirkliches, wahres, echtes Leben. Jesus bringt Rettung, Jesus bringt Heil. Jesus bringt ein Leben, was kaputt war, wieder in Ordnung. Herr, danke, dass wir so deine Zeugen sein dürfen. Und segne du uns jetzt auch für die weitere Woche, Herr. Amen.